Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Trek Elite Force 2. Und ich renne hier schon wieder mit dem Tricorder einfach vorweg. Das ist keine so kluge Idee. Auch wenn ich den Tricorder jetzt wieder auspacke, um mal kurz alles abzuscannen. Nö, gibt es natürlich nichts Besonderes. Dinge brechen aber auch echt überall raus. Ah, da hat er nicht so ganz gewusst, ob er jetzt tot ist oder nicht. Hier drüben! Ja, ich habe euch doch schon gerettet. Was gibt's denn? Ich bin Lieutenant Monroe. Wer sind diese Eindringlinge? Wissen wir nicht. Sie waren plötzlich da. Vor circa 3 Tagen. Sie kamen aus dem Nichts. Wo ist Ihr Schiff? Ich war der diensthabende Ingenieur, als der Angriff begann. Kein Schiff, keine Transporteraktivitäten, keine Warp-Signatur. Entweder haben wir nie bemerkt, dass diese feindlichen Wesen in unserem Sonnensystem gelebt haben, oder ihre Warp-Technologie ist der unseren weit überlegen. Wo sind Ihre Anführer? Wir haben keine gesehen. Sie scheinen keinerlei Befehlsstruktur zu haben. Wie koordinieren Sie dann Ihre Angriffe? Das wissen wir nicht. Zwischen den Angriffen fliegen sie scheinbar nur wie Insekten herum. Und sie nähern sich Welle für Welle, ohne Selbsterhaltungstrieb. Ziemlich clevere Taktik für ein Insekt. Und effektiv. Unsere Munition ist aufgebraucht. Gibt es hier in der Nähe eine Waffenkammer? Ja, gibt es. Doch die letzte Gruppe, die dorthin wollte, kam nie zurück. Keiner von uns wird jetzt gehen. Doch, Wengpa. Einer wird es. Was? Aber Avaxtas? Ich sterbe lieber im Kampf, als hier zu sitzen. Ich komme mit Ihnen, Avaxtas. Gehen Sie voran. Ihr seid beide so gut wie tot. Ja, wenn du hier wartest und einfach nur rumsitzt, dann... Geh lang. Und bist du das wahrscheinlich auch. Schade, das wäre einfach mal wieder so einladend gewesen. Ja, dann mach mal die gute Tür auf. Leider kein Weg rein. Platzende Gegner machen mich auch noch ein bisschen nervös. Dass die, wenn sie tot sind. Dann einfach mal zerplatzen. Viel Schaden bekommt er zumindest nicht ab. Das ist doch auf jeden Fall schon mal irgendwas wert. Und mich nervt es ein bisschen, dass er als erstes immer das Sturmgewehr auswählt. Hier ist die Waffenkammer. Wie war noch mal der Sicherheitscode? Ja.
Nehmen Sie eine Waffe! Wir müssen zurück zu Wengpa. Gehen Sie vor. Und tot! Yay! Sehr schön. Wo laden wir denn neu? Okay, hier. Alles klar. Ja, dann... Ja, ich bin ja schon dabei. Okay, wieder fast tot. So gefällt mir das. Ach ja, und hier kannst du nicht Munition mitnehmen, mein Freund. Oder wie? Die Munition ist wieder nicht gut genug. Warum nennst du gerade voll in den Nahkampf rein? Das hat beim letzten Mal irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Hier ist die Waffenkammer. Wie war nochmal der Sicherheitscode? Ich erinnere mich an den Code. Schlag an Götzchen. Ich habe das doppelte Sicherheitssystem vergessen. Keine Sorge, ich kann es so gut. Okay, ich bin fast so weit. Okay, das hat diesmal deutlich besser funktioniert. Leben ist auch wieder aufgefüllt. Okay, aber wirklich gut gehen tut's dir nicht, mein Freund. Aber ich möchte hier erstmal scannen. Denn hier schaut es wieder so aus, als würde es prinzipiell irgendwo Verstecke geben. Na, das ist einfach wirklich nur ein schwarzes Loch. Ein guter Witz. Nicht. Nö. Gibt's aber wirklich nichts. Und das Gewehr ist auf der 3. So, wir werden wahrscheinlich auf dem Rückweg wieder reichlich angegriffen. Und mein Lieblingsfreund, wie heißt der? Avak Stars. Rennt natürlich wieder schön in die Gegner rein. So, die Munition hierfür ist schon mal leer. Aber hier gab es ja noch ein Waffenterminal. Zack, zack. Ach, dafür gibt's. Ah, es gibt nur die Standard-Föderation-Munition. Alles klar. Auch wenn wir uns nicht auf einer Föderationsbasis befinden. Ich wusste, diesen Leuten von der Föderation kann man nicht trauen. Welchen Sinn hat ein Selbstmordkommando? Wir haben einige hiervon bekommen. Bei meinen Nachkommen. Du lebst. Und wir haben Bogenwerfer. Die werden wir gut brauchen können. Sicher. Haben Sie andere Mitglieder der Sternenflotte gesehen? Ja. Ein Föderationsraumschiff setzte einen Notruf ab vor 3 Tagen. Sie transportierten ihre Besatzung während eines Angriffs zu uns. Aber ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Danke. Ich muss weiter.
Ehre ihren Nachkommen. Naja, schön auf die Föderation fluchen. Das Problem ist bloß... Herr Satim, Bericht. Ich habe eine verlassene Sicherheitsstation gefunden und lade Ihre Sicherheitscodes runter. Chang hier. Ich bin auf dem Weg zum Treffpunkt. Der Widerstand war bisher... milde. Jurot an Monroe. Ich habe medizinische Güter gefunden. Ich richte ein Notlazarett ein. Sydney erstattet Bericht. Ich halte sicheren Abstand zur Station. Das Schöne ist bloß, ich habe die komplette Munition für die Waffe schon verschossen. Nahahaha. So. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Türsteuerung. Sechs Schiffe gäbe es hier? Und jetzt bin ich eingesperrt. Eins von drei Verstecken gefunden. Und sechs Schiffe. Also ich muss echt blind sein. Ich muss echt richtig, richtig blind sein. Na gut, hilft nichts. Ich komme eh nicht mehr zurück. Ja, Ich bin echt erstaunt, wie wenig von den Geheimnissen ich finden kann. Die fressen ganz schön viel Munition. Interagiere ich zu wenig mit irgendwelchen Sachen oder... Ach, guck mal, hier ist auf jeden Fall Munition für... wie heißt das Ding? Das Bogen... den Bogenwerfer. Das ist doch schon mal schön, dass wir damit wieder schießen können. Bleib aber trotzdem beim Pulsgewehr. Das schaut doch eigentlich so aus, als gäbe es hier irgendwas. Alles zerkratzt, alles kaputt. Wieso bist du gestorben? Dich hat niemand angegriffen. Der ist durchgegangen und hat mich angegriffen. Selbst hier ist nichts. Keine strukturelle Schwächung. Hier wird jetzt aber definitiv irgendwas sein. Hilfe! Hilfe! Er hat gerade die innere Wand durchbrochen. Was ist los? Wir haben einen der Eindringlinge gefangen. Er ist in der Rettungskapsel. Werfen Sie die Rettungskapsel ab. Die Steuerung hier unten funktioniert nicht. Es gibt einen Freigabeschalter im zweiten Stock. Er befindet sich im Hauptkontrollraum, über der Kapsel. Können Sie nicht einfach dorthin gehen? Der Lift zum Hauptkontrollraum funktioniert nicht. Ich versuche, die Energie umzuleiten, aber vielleicht funktioniert er dann immer noch nicht. Aktivieren Sie den Lift. Ich gehe nach oben und aktiviere den Schalter. Wo gehen Sie hin? Wir brauchen Hilfe! Ja, ich... Oh.
Gehen Sie in den Hauptkontrollraum und starten Sie die Kapsel. Muss ich jetzt da rein oder muss ich jetzt hoch oder... Ach, hier hoch, ja. Na, ja, das wird nix. Er ist frei! Er ist frei! Shit. Rettungskapsel gestartet. Hilfe! Das war nix. Da war ich... zu langsam. Okay, das Vieh ist down, allerdings sind die beiden anderen auch gestorben. Weil ich die Rettungskapsel eine Sekunde zu spät gestartet habe. Junge, Junge. Aber... das war nicht so toll. Ja, mit ihrem Gefasel von wegen zweiter Stock und sowas, das hat mich ein bisschen verwirrt, aber... und ich habe nur noch einen Lebenspunkt, ist das denn die Wahrheit? Gibt's denn das? Und tot! Ach, ich lade am Anfang vom Level wieder. Das heißt, ich kann das jetzt wieder beheben. Dein Angriffsmuster muss ich auch erst noch mal reinkommen. So, einmal weggeschrotet. Hier noch mal alles aufgefüllt. Naja, nicht mehr Energie. Egal. Muss auch so gehen. So, das ging schon mal. Hier war nichts mehr. Wir könnten hier unten einfach durch. Komm, das machen wir jetzt halt nochmal schnell. Kann ich das skippen? Hilfe! Hilfe! Er hat gerade die innere Wand durchbrochen. Was ist los? Wir haben einen der Eindringlinge gefangen. Ja. Dann fahr das Ding runter hier. Und weg damit. Kapsel gestartet. So, hätten wir das geschafft. So, dann schaue ich mal, was es hier oben so gibt. Eine Tür, eine Leiter. Kann ich mit euch da unten eigentlich noch reden? Nachdem wir das Ganze jetzt geschafft haben. Etwas Energie für Ihre Waffe anbieten? Na, gerne doch. Beim Schicksal. Ja, was ist jetzt mit der Energie für die Waffe? Ah.
Plasma-Munition. Das hört sich ganz so an, als würde es nochmal eine neue Waffe geben. Oder ist das für die U-Mod? Ich glaube, es gibt eine neue Waffe noch in diesem Level. Aber wir sind auch schon wieder am Folgenende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.